In der VKP-Ersatzchirurgie ist die Anatomie der Schlüssel zum Erfolg. Dieser Ausspruch eines renommierten Kreuzbandoperateurs hat heute mehr denn je Gültigkeit. Ziel des VKP-Ersatzes sollte eine möglichst anatomiegerechte Wiederherstellung der zerstörten Strukturen sein. Abweichungen können zu Beweglichkeitseinschränkungen und Störungen der Gelenkkinematik führen. Die Kreuzbänder bilden die sogenannten Zentralpfeiler des Kniegelenkes. Das vordere Kreuzband verbindet den Oberschenkel mit dem Unterschenkel und besteht aus zwei Bündeln, dem anteromedialen Bündel, hier blau gezeichnet, und dem posterolateralen Bündel, hier orange gezeichnet. Die wesentliche Funktion des vorderen Kreuzbandes besteht darin, das Wegleiten der Tibia gegenüber dem Femur nach vorne zu verhindern und die Drehfähigkeit einzuschränken. Die Funktionsweise des vorderen Kreuzbandes ist komplex. Das anteromediale Bündel ist das stärkere von beiden Bündeln. Dieses spannt sich hauptsächlich bei Beugung an. Bei Streckung entfaltet das posterolaterale Bündel seine volle Spannung. Somit besteht Schutz für das Kniegelenk fast allen Bewegungsebenen.